der Wolfgang Imholz Nussbaum. Hallo Wolfgang. Wolfgang, du hast 5G ganz direkt gefragt. Wie ist es so mit 5G? Ist gut, also 5G ist tipptopp. Ich sage immer lieber 5G als 1GC. Entschuldigung. Nein, also seit wir den 5G haben, läuft bei uns also alles rasant ab. Also bei mir auf dem alten Nokia auch. Der Snake, also der rennt da um die Ecken umeinander. Das ist unglaublich, kommst du ihm nicht nach. Auch der Teletext ist viel schneller, aber auch sonst alles im Haushalt. Also wir haben ja den ganzen Haushalt jetzt aufgestellt auf 5G. Also die Kaffeemaschine, der Toaster, das Epiliergerät von der Marlies. Marlies hat bei, ich sage euch, das ist voll. Also, wirklich tipptopp. Und auch beim Fernsehen ist ja jetzt, mein Fernseher ist 5 Sekunden schneller als der vom Nachbarn. Das heisst, am Abend, wenn ich den Meteor schaue, ne, dann weiss ich 5 Sekunden vorher, dass es am nächsten Tag kommt, schiffen. Ne? Weiss ich da 5 Sekunden vor meinem Nachbar. Jetzt, das tönt nicht nach viel, aber aufgerechnet aufs Jahr, 365 mal 5 Sekunden gibt eine halbe Stunde. Das heisst, meine Obstbäume kommen im Jahr 30 Minuten mehr Regen über als die vom Nachbarn. Und das spürt man meinen Äpfel eben auch. Wunderbar. Sag mal, wie ist es eigentlich gekommen, dass du, Wolfgang, in den Genuss gekommen bist, als Erster in der Schweiz 5G zu benutzen? Ja, das war eben so. Bei uns hinter dem Hof, also ich bin ja Bauer, zusammen wie im Thurgau unten, haben wir so einen Hügel. Und dann ist da der vom Sunrise ist er gekommen, oder vom Swisscom ist er gekommen, und hat er gesagt, du da auf den Hügel, wir würden da gerne so einen 5G-Masten reinbauen, quasi in Topspäume trainieren. Dann habe ich gesagt, nein, du weißt nicht, weißt wegen der Obstbäume und auch so. Und hat er gesagt, ja, aber wäre vielleicht noch gut, weißt wegen dem so, Internet und Telefon und so. Und dann habe ich gesagt, nein, ich weiß nicht, weißt wegen der Natur und auch wegen dem Ortsbild und so. Und dann hat er gesagt, ja, aber weißt es gäbe 20.000 Stutz im Jahr. Und dann habe ich gesagt, ja. Also gut, komm, wir bauen gerade 2. Es gibt ja immer wieder Diskussionen um Gefahr und Risiko, das Risiko mit dieser Antenne. Hast denn du persönlich keine Angst vor der Strahlung von 5G? Nein, im Gegenteil. Nehmen wir jetzt mal an, die 5G-Strahlen wären jetzt wirklich schädigend für die Gesundheit. Nehmen wir jetzt einfach mal an, das wäre so. Also, sagen wir mal, die machen, dumm gesagt, blöd im Grind. Also? Gut, wenn es dann halt so ist, dann habe ich aber meinen ganzen Bauernhof in 0,x umgestellt auf integrativ. Und dann können sie dann kommen, da ein bisschen barfuss, Süssmoos stampfen bei mir auf dem Hof und ein bisschen über die Felder gewackeln. Aber nicht gratis, die Rechnung geht der Krankenkasse. Das ist ein Geschäftsmodell, sage ich dir. Ein Kollege von mir, der Hans-Rudi, Bauer aus dem Wieland, der macht das seit 20 Jahren genauso. Weißt du, was macht er? Vom Montag bis Freitag lässt er Pestizide raus in die Felder, Wein am Ohren. Ne? Und am Samstag kommen die Kinder von der Stiftung Wunderlampen Pony reiten. 500 Stutz pro Halbtag. Du, Ficki Mühle, sage ich noch, das ist ein Geschäftsmodell. Also Pony reiten ist jetzt auch etwas, was du auf deinem Hof anbieten würdest? Nein. Also irgendwo hört es auf, würde ich nie machen. Also bei den Tierli hört der Spass auf. Also alle überzüchten die armen Ponys, Rückenschäden. Nein, niemals. Ich mache vieles für Geld, aber also da nicht. Danke vielmals an dieser Stelle. Wolfgang Imholz Nussbaum!